Wir gewinnen an Boden. Nicht. Verbündeter Wilson nähert. Verbündete Kontaktzone. Wir kriegen die Schilder. Oh Gott, was hier los ist. Jetzt habe ich sie dabei, jetzt muss ich sie doch irgendwo hinstellen. Okay. Was macht ihr? Oh nein! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist der zweite Tag von meinem Sabaton. Ich bin jetzt seit 31 Stunden und 14 Minuten wach und der Release von Modern Warfare 2 war 50-50. Die Hälfte davon hat bisher unglaublich Spaß gemacht. Das Waffenfeeling ist unglaublich gut. Der Sound, wenn ihr einen Headshot macht, dieser hohe Ton, der kommt, ist wirklich, der macht einen richtig rattig. Auf der anderen Seite habt ihr es mit Sicherheit mitbekommen. Es gibt ganz, ganz viele Probleme und es gibt dieses Jahr, finde ich, absolut keine Ausreden. In den letzten 2-3 Jahren sind die Releases immer schlechter geworden. Vanguard hat absolut den Höhepunkt erreicht. Es wurde immer gesagt, plötzlich müssen wir 3 Games in einen verpacken, der Quellcode ist kaputt, wir hatten zu wenig Zeit für die Entwicklung. Infinity Ward hatte alle Studios zur Verfügung, Treyarch hat sogar die Tarnung alles übernommen und nach 3 Jahren Entwicklung ist es immer noch so, dass es jetzt 2 Tage gedauert hat, dass bei einem Call of Duty, bei dem das Motto ist, Spiel als Team, ihr nicht als Team spielen konntet. Die meisten Sachen von den Crashes sollten jetzt in den Partys erst einmal gefixt sein. Es gab vor 3-4 Stunden das allererste Update dafür. Das sollte funktionieren. Wenn ihr jetzt mal auf eure Waffen achtet, ihr werdet aktuell keine Waffentunings machen können. Das heißt, das, was das große neue Feature sein soll, wo ihr entscheiden könnt, wie gut der Lauf ist, ob er nach links oder rechts, geswitcht werden soll, das könnt ihr aktuell nicht mehr nutzen. So wie es aussieht, war dieses Waffentuning einer der Gründe, warum ihr, sobald ihr in der Party gespielt habt, andauernd rausgeflogen seid. Sollte jetzt erstmal funktionieren und wenn es nur dadurch besser ist, dass sie dieses Ding erstmal rausgenommen haben, ist mir das egal. Dieses Waffentuning habe ich persönlich sowieso nicht gefeiert. Es ist irgendwie ganz cool, dass man es machen kann, aber es ist völlig unnütz und niemand hat danach gefragt. Das Problem ist aber, es fehlen super viele Sachen. Und erstmal mein Fazit nach bisher 2 Tagen durchgängig zocken. Die Tarnungen sehen cool aus, die Tarnungsaufgaben sind okay. Die sind relativ einfach im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber im Vergleich zu Vanguard ist alles besser, denn in Vanguard hatten wir nur Aufgaben, die alle schwachsinnig waren. Die Waffensounds, die Grafik, die Feelings, das ist alles cool. Bis auf 2 Maps, unter anderem die Autobahn-Map. Ich weiß gar nicht, jetzt irgendwie diese Border-Map. Da gehen wir instant raus, wenn wir die sehen. Wir spielen diese Map nicht, diese Map ist absolut grausam. Wenn ihr auf dieser Autobahn-Map seid, ich kann es euch nur empfehlen, quittet das Game einfach, sucht die nächste Lobby. Mittlerweile könnt ihr Lobbys wieder suchen. Es gibt den Tier 1-Modus aktuell nicht, aus welchem Grund auch immer. Und ihr werdet euch wundern, Infinity Ward nennt dieses Jahr den Hardcore-Modus Tier 1. Es ist kein Witz, sie haben ihn offiziell Tier 1-Modus genannt. Der ist einfach nicht da. Ihr habt keine Chance, da irgendwie den zu spielen. Er ist weg. Ich gehe davon aus, dass er zur Season 1 am 16.11. kommt, ist trotzdem enttäuschend, dass so ein Kernmodus, weshalb sich viele Leute das Game gekauft haben, um diesen Modus zu spielen, einfach nicht haben. Es macht für mich keinen Sinn, es ist einfach nicht da. Das nächste, ihr habt keine Challenges aktuell. Eure Challenges, die eigentlich und die Herausforderungen, die eigentlich hier sein sollten, sind einfach nicht da. Ihr habt keine Visitenkarten aktuell, wir haben aktuell keine Leaderboards, wir haben im Prinzip nur die Hälfte des Games. Und es ist nicht so, dass wir in der Alpha sind oder in der Beta oder in einem Pre-Release, sondern vorgestern war der offizielle Release von Call of Duty Modern Warfare 2, von dem größten COD-Projekt und einem Start in eine neue Ära. Und es fehlt der Hardcore-Modus, es fehlen die Medaillen, die Visitenkarten, die Embleme. In den Shop kann man gar nicht reingehen. Ich weiß, dass da noch nicht viel drin sein wird, aber auf der PlayStation, wenn man in den Shop rein möchte, geht man auf den Reiter vom Shop und dann switcht es einfach rum. Es geht einfach weiter. Das ist völlig wahnsinnig. Ganz viele Probleme, an denen man arbeiten muss, ist mit dem Sound beim Thema Lautstärke. Wenn ihr zum Beispiel in eine Lobby joint, ist das Problem, dass der Helikopter so extrem laut ist, dass euch wirklich das Trommelfell wegplatzt. Sie haben bei den Perks jetzt nichts geändert. Totenstille ist immer noch kein Perk. Ich glaube auch nicht, dass Totenstille noch ein Perk sein wird. Einige der Visiere kann man aktuell nicht freispielen, beziehungsweise man muss durch Tricks dahinter kommen, wie man es kann,
weil da keine Beschreibung steht, wie man sie freischaltet. Und mit dem neuen Waffenbaumsystem, was sie dieses Jahr haben, läuft es ja darauf hinaus, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ein viertes, fünftes Visier, das Slimline-Visier bei den ARs freispielen wollt, müsst ihr erstmal die Expedite oder wie auch immer diese Shotgun heißt, auf Stufe 7 bringen, damit ihr es bei dem anderen AR das Visier nehmen könnt. Also irgendwie alles ein bisschen kurios. Es fehlen ganz viele Sachen. Die Honey Badger, die uns versprochen oder gezeigt wurde, versprochen ist falsch, es sind ja Datenminer gewesen, die sie gefunden haben, wird jetzt zur Season 1 kommen. Es werden zur Season 1 aktuell, das vermute ich, 2 oder 3 weitere Karten dazukommen. Ich hoffe, der Tier 1 Modus, denn ich weiß, dass viele von euch Hardcore spielen wollen und wir sind aktuell mitten im Grind für Orion, das ist ja die letzte Tarnung. Und da ist das Problem, dass man für viele Pistolen in der Regel Hardcore spielen möchte, weil es einfach am schnellsten geht. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt mit den nächsten 1-2 Tagen auf jeden Fall weitere Updates bekommen. Spätestens bis zum 16.11. muss dieser Multiplayer einfach vernünftig laufen, weil man sonst das Hauptproblem hat, dass Warzone beginnt und der ganze Fokus schon wieder auf den neuen Warzone 2 Modus und DMZ Modus geht und der Multiplayer nach hinten fällt. Und ich weiß, dass es sehr verkämmt ist und ich weiß, dass die Leute ganz komisch spielen. Regt euch nicht drüber auf, Leute. Verlasst die Lobby, wenn sie kacke ist. Sucht euch einfach eine neue Lobby. Ich finde persönlich, das Game hat unfassbar viel Potenzial. Es macht unfassbar Spaß aktuell. Vor allen Dingen jetzt, wo ihr einfach in Partys wieder spielen könnt, was jetzt 1,5 Tage überhaupt nicht ging. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Release. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, feiert ihr das Game oder habt ihr jetzt schon die Schnauze voll? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich bin immer noch im Sabaton. Das heißt, kommt auf Twitch vorbei und grüßt mich. Haut rein!